du, Mama? Gibt's UFOs wirklich? Warum fragst du? Der Michi hat mir erzählt, dass gestern bei uns ein UFO gesichtet worden ist. Irgendwo über dem Wäldchen. Wirklich? Ja, das kam sogar im Radio. Sag zumindest der Michi. Ach Moni, jetzt sei mir bitte einmal nicht böse, aber ich glaube, du bist in letzter Zeit ein bisschen zu oft mit Michael zusammen. Du scheinst ja einen richtigen Narren an ihm gefressen zu haben. Wir verstehen uns halt ganz gut. Michi ist ganz das Gegenteil von seinen zwei blöden Schwestern. Ach, die sind wahrscheinlich nur eifersüchtig, weil er schon eine Freundin hat. Und sie selber haben noch keinen Freund. Aber Mama, ich bin doch nicht Michis Freundin. Ich bin, naja, sein Kumpel. Schön für euch. Kann ich ihn heute mal anrufen? Es sind doch Ferien. Vielleicht kann er sich heute mal wieder mit mir treffen. Oh nein, nicht schon wieder. Du telefonierst doch mindestens dreimal am Tag mit ihm. Das ufert mir langsam wirklich aus. Der soll dich ruhig auch mal anrufen. Okay, Michi, ruf du mich an, ruf du mich an, ruf du mich an, ruf du mich an. Du glaubst also, du musst nur... Hallo, Michi. Ja, ich hab auch gerade an dich gedacht. Hä, Telepathie, was ist denn das? Ach so, naja, vielleicht. Ja, ich warte auch gleich draußen im Garten auf dich. Bis dann, tschüss. Hallo, kleiner Freund, aus welcher Galaxis kommst du denn? So, mit primitiven Erdlingen sprichst du wohl nicht. Das ist sehr schade. Dann erfahre ich ja schon wieder nichts über außerirdische Lebensformen. Habe ich dir schon erzählt, dass ich rückwärts rutschen kann? Schon mindestens dreimal, aber gezeigt hast du es mir immer noch nicht. Du ziehst dabei die Luft ein, stimmt? So, nach innen. Ich zeig's dir ein anderes Mal. Vielleicht bist du aber auch nur ein Angeber, Michi. Ich sagte, ich zeig's dir ein anderes Mal. Darauf kannst du dich verlassen. Kannst du auch rückwärts pupsen? Das wäre ja was. Muss ich direkt mal probieren. Aber nicht jetzt und nicht hier, okay? Nicht, dass Mamas Gemüse bei deinen Versuchen verwelkt. Wenn mir ein würziger Duft entfleucht, wird das Gemüse doch erst richtig aufblühen. Ich muss direkt mal probieren, ob ich die Luft auch ansaugen kann. Komm, jetzt langt's aber. Wechseln wir lieber das Thema. Wie du willst. Ich habe was Neues über UFOs. Cool, wurde ich schon wieder eins gesehen? Das nicht, aber mein Opa hat mir ein Buch geliehen, wo eine Menge über UFOs drin steht. Und gibt es sie wirklich oder sind es nur optische Täuschungen? Natürlich gibt es UFOs wirklich. Die Frage ist nur, sind sie außerirdisch oder nicht? Niemand weiß, woher sie kommen. Na, aus dem Weltall. Woher denn sonst? Es könnten aber auch geheime Flugmaschinen von dem Militär sein. Dann wären es rein irdische Flugobjekte. Das wäre schade. Ich fänd's toll, wenn sie aus den Weiten des Weltalls zu uns gekommen wären, um uns zu studieren und zu belehren. Und ausgewählte Erdenbürger dürften dann vielleicht auch mal mitfliegen. Das würdest du wohl gern. Na klar, du nicht? Naja, ich weiß nicht. Ich finde es weniger cool, von einem außerirdischen Krötenwesen zitiert zu werden. Was erzählst du denn da für einen Blödsinn? Wesen, die so eine hochentwickelte Technik haben,
haben doch bestimmt auch eine hochentwickelte Ethik. Die werden doch nie jemanden schaden. Und was ist, wenn sie ihre Technik nicht selbst entwickelt haben, sondern geklaut haben? Das wäre ja... Nein, so darf das einfach nicht sein. Wer weiß, möglich ist alles. Was meint denn der Autor von dem Buch, das du gelesen hast? Ich habe das Buch noch nicht ganz durch, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass die Amerikaner mit den sogenannten Greys einen Pakt geschlossen haben. Hä? Soll das ein Witz sein? Der Autor hat das ziemlich glaubwürdig dargestellt. Es geht um Technologieaustausch und um genetische Experimente. Alles hochgeheim natürlich. Natürlich. Und was wollen dann diese Greys bei uns in Deutschland? Hat die deutsche Regierung denn auch einen Pakt mit denen geschlossen? Gar nicht mal so blöd, der Gedanke. Und auf den Gedanken, dass es vielleicht Dutzende von außerirdischen Rassen gibt, die uns besuchen wollen, bist du bisher noch nicht gekommen? Im Weltall muss es doch unendlich viele Kulturen geben, die über lichtschnelle Raumfahrt beherrschen. Du hast recht, man hat schon viele verschiedene UFO-Formen fotografiert. Jede Rasse hat vermutlich ihre eigenen Bauformen entwickelt. Ja, das UFO, das man hier gesehen hat, muss mit denen in Amerika überhaupt nichts zu tun haben. Außer, die wollen nun auch mit uns Kontakt aufnehmen. Ich glaube, wer auch immer das UFO gestern gesteuert hat, sie kommen nochmal zurück. Ach ja? Und warum sollten sie? Vielleicht wollen sie ja jemanden mit an Bord nehmen. Verstehst du? Vielleicht haben sie ja einen Kollegen bei uns gelassen. Den müssen sie dann natürlich wieder abholen. Und dieser abgesetzte Kollege will bestimmt nach Hause telefonieren. Nein, der will Informationen über uns sammeln und dann wieder mit dem UFO abhauen. Mit deiner Fantasie solltest du Romanautorin werden, Moni. Komm, lass uns auf die Straße gehen. Na Michi, gehst du wieder mit deiner Angebeteten spazieren? Die stillen Kowski-Schwestern, die haben uns gerade noch gefehlt. Die heißen Strakowski, so wie ich. Immerhin sind es meine Schwestern. Würde mich aber nicht überraschen, wenn sich irgendwann mal rausstellt, dass es deine Stiefschwestern sind. Die sind ja nicht ein winziges bisschen so wie du. Zum Glück. Stell dir vor, wir hätten uns in dich verliebt. Sabine, ich bin nicht in Moni verliebt. Wir sind nur Freunde. Ja, ja, ein Herz und eine Seele. Wie kitschig. Halt mal die Luft an, Claudia. Du bist ja nur eifersüchtig, weil du noch keinen Freund hast. Bäh, ein Freund. Ich will ja gar keinen. Da bist du echt auf dem falschen Dampfer. Und du vom anderen Ufer. Dein Gefrotze kannst du dir jedenfalls so hinstecken. Jetzt mal langsam, Moni. Nicht so frech. Wir haben dir ja nichts getan. Eure blöden Bemerkungen grenzen aber an Körperverletzung. Beruhig dich, Moni. Was wollt ihr überhaupt hier? Wir kommen nur ganz zufällig vorbei. Na klar, nur dass ihr diesen Weg überhaupt nie fahrt. Und ihr habt gewusst, dass ich Moni besuche. Unser Michi ist ein echt schlaues Kerlchen. Natürlich haben wir dich gesucht, Bruderherz. Du könntest uns einen kleinen Gefallen tun. Was denn? Euch einschläfern lassen? Du hast doch einen guten Draht zur Oper, oder? Ich denke schon. Du musst ihn was für uns fragen. Oh je, zu feige, den eigenen Opa etwas zu fragen. Immer noch besser, als selbst wie eine Oma auszusehen. Ruhig, Mädels. Ich weiß immer noch nicht, worum es hier überhaupt geht. Was wollt ihr? Na gut, reden wir Klartext.
Wir wollen heute Nacht in Opas Wald zelten. Mama und Papa würden es erlauben. Na und? Dann tut es halt einfach. Und was, wenn Opa sich blöderweise genau heute da rumtreibt? Dann hält uns erstmal für Wildzelter und gibt uns Saures. Du kennst doch Opa, der neigt zum Jähzorn. Verstehe, ihr wollt euch also absichern und vorab Opas Segen haben. Sozusagen. Und warum wollt ihr alleine im Wald übernachten? Rate doch mal. Weil ihr hofft, dass ihr dort euren Traumprinzen begegnet? Unsinn! Habt ihr denn noch nicht gehört, dass über Opas Wald ein UFO gesichtet worden ist? Alle reden davon. Sabine meint, wenn wir heute Nacht im Wald übernachten, haben wir gute Chancen, es auch zu sehen. Vorausgesetzt natürlich, es taucht auf. Gute Idee. Moni glaubt auch, dass das UFO nochmal zurückkommt. Ich habe noch nie ein echtes UFO gesehen. Wäre echt krass, wenn es heute Abend nochmal kommen würde. Okay, ich frag Opa, aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Ihr müsst mich und Moni mitnehmen. Unmöglich! Wir sind doch keine Kindermädchen. Wir haben genug damit zu tun, den Himmel zu beobachten. Da können wir nicht auf euch auch noch aufpassen. Das ist Quatsch. Und das weißt du. Ihr müsst euch überhaupt nicht um uns kümmern. Wir sind alt genug, um auf uns selbst aufzupassen. Sagst du! Also, einverstanden oder nicht? Entweder ihr nehmt uns mit oder ihr fragt Opa selber. Wir nehmen euch mit, aber nur unter Protest. Das lässt auf ein harmonisches Zusammensein hoffen. Hier wohnt also dein Opa? Ja, gehst du mit rein? Naja, soll ich mich vor ihm fürchten? Nee, ich glaub nicht. Worauf wartest du denn noch? Hallo Michi! Hi Opa, hast du einen Moment Zeit für mich? Na klar, komm doch rein. Wen hast du denn mitgebracht? Das ist Moni. Deine Freundin? Ja, könnte man eventuell so sagen. Oder auch wiederum nicht. Sabine und Claudia haben mich hergeschickt, weil es ihnen irgendwie peinlich ist, dich selbst zu fragen. Was zu fragen? Sie hätten gerne die offizielle Erlaubnis, in deinen Wald zu zelten. Und offen gestanden, da würden ich und Moni auch gern mitmachen. So, ihr wollt also meinen Wald niedermachen? Keine Angst, wir passen schon auf die Bäume auf. Wir bauen doch nur unsere Zelte auf und nehmen den Müll auch ganz bestimmt wieder mit nach Hause. Aber kein Feuer machen? Natürlich nicht. Heißt das, du erlaubst es? Na, ich denke doch, ihr seid alt genug, um auf die Natur Acht zu geben. Und damit hast du auch recht. Das wäre also mal geklärt. Danke, Opa. Schon gut. Mist! Ich hätte dir eigentlich gleich dein UFO-Buch mitbringen können. Hab's so gut wie durchgelesen. Behalt's ruhig, solange du willst, ist nicht eilig. Was hältst du eigentlich von dem, was da drin steht? Naja, da könnte was dran sein. Oder auch nicht. Ist irgendwie eine Glaubenssache. Gut gecheckt. Aber zumindest wird in dem Buch deutlich gesagt, dass die UFOs außerirdischen Ursprungs sind. Was aber auch ein Irrtum sein kann. Sie meinen, wenn die UFOs vom irdischen Militär entwickelt wurden? Ich habe da von einem Bekannten eine noch ganz andere Story gehört. Trotzdem weiß ich nicht, ob sie denn etwas zusammengesponnen hat. Allerdings könnte an der Geschichte was dran sein. Dann erzähl doch mal. Der Mann behauptet, die UFOs wären ein Überbleibsel einer überlegenen Technik der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings sind diese Fluggeräte nie zum Einsatz gekommen. Und drum haben die Deutschen den Krieg verloren. Und wo kommen die UFOs heute her? Angeblich
wäre den Despiloten mit den Flugscheiben die Flucht gelungen. Und sie beobachten nun bis heute aus einem Geheimversteck in der Antarktis, was sich auf der Welt so tut. Der hat ja eine blühende Fantasie. Vermutlich, er behauptet auch, die Erde sei hohl und innen drinnen würden Außerirdische leben. Hast du sowas schon gehört? Also damit kann ich mich beim besten Willen nicht anfreunden. Ich glaube nämlich sehr wohl, dass die UFOs aus dem Weltraum kommen und von Außerirdischen gesteuert werden. Und mit etwas Glück werden wir heute Nacht selber einen außerirdischen Besucher am Himmel sehen. Sabine und Moni meinen, das gestern gesichtete UFO kommt nochmal zurück. Aha, daher weht also der Wind, deshalb das Zelten. Ihr seid also unter die UFO-Jäger gegangen. Na dann viel Glück. Danke. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn du den Foto mitnimmst. Ein Beweisfoto, das wäre doch was. Tolle Idee. Danke, Opa. Ich weiß gar nicht, warum meine Schwestern solchen Bammel vor Opa haben. Ich bin schon immer prima mit ihnen klargekommen. Ich habe auch den Eindruck, dass er ein ziemlich freundlicher Mensch ist. Wie steht's eigentlich mit deinen Eltern? Erlauben sie dir den nächtlichen Ausflug? Ach, du Schreck, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Oh nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dafür bist du noch ein bisschen zu jung. Und dann noch ohne Aufsicht eines Erwachsenen. Aber Papi, die großen Strakowski-Schwestern passen doch auf mich auf. Außerdem sind wir auf Privatgrund. Der Wald gehört doch Michis Opa. Und wenn ein obdachloser Strolch kommt und euch nachts überfällt? Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Außerdem sind wir ja zu fett. Wir könnten uns schon wehren. Nein, nein und nochmals nein, das ist mir zu gefährlich. Und wenn wir Moni ein Handy mitgeben? Wenn eine gefährliche Situation im Anmarsch wäre, könnte sie uns doch sofort benachrichtigen. Bis wir dort im Wald sind, kann längst was Schlimmes passiert sein. Was Schlimmes bahnt sich meistens erst langsam an. Wenn ich Gefahr wittere, rufe ich euch sofort an. So ist's, brav. Soll das heißen... Schatz, wir sind uns doch einig, oder? Wir wollen Moni zeigen, dass wir schon etwas zutrauen. Natürlich, meine ich ja. Okay, dann ist ja alles klar. Ihr könnt euch auf mich zu 100% verlassen. Danke.
Danke, dass du mich bei dir im Zelt schlafen lässt. Ist doch klar. Soll ich dich etwa im Freien schlafen lassen? Dass ihr mir ja keine unzüchtigen Spielchen im Zelt macht, kapiert? Eine schwangere Moni in 9 Monaten wäre echt seltsam. Meinst du, wir sind ein Liebespaar oder was? Lass sie doch. Es kann doch gar nichts passieren. Ich hab doch Kondome dabei. Was? War nur ein Witz. Moni, hast du eigentlich schon deine Periode? Michi! Bisher habe ich noch kein UFO gesehen. Meint ihr, wir haben es übersehen? Leicht möglich. Wir können ja nicht ununterbrochen zum Himmel starren. Und wenn im Wald schon ein paar Außerirdische auf das UFO warten und wir Menschen es durch unsere Anwesenheit an der Landung hindern? Ich glaube, deine Fantasie geht gerade mit dir durch. Für den Fall, dass vielleicht wirklich Außerirdische im Wald sind, ich meine ja nur vielleicht, könnten wir mal versuchen, sie aufzustöbern. Was meint ihr? Gute Idee. Ein wenig rumzulaufen kann ja nicht schaden. Außer, dass man dumm stolpert und sich die Nase blutig schlägt. Also, los geht's. Ich wünschte, der Märchenprinz würde kommen und mich in sein Wunderreich entführen. Was? Vergiss es. Merkt euch gut den Weg. Wäre echt blöd, wenn wir nachher nicht mehr zu den Zelten zurückfinden würden. Vielleicht sollten wir Brotkrümel streuen. Hey, du bist im falschen Film. Seid froh, dass es hier kein Horrorfilm ist. Woher willst du das wissen? Die Nacht ist noch jung. Da kann noch viel passieren. Gar nichts kann passieren, solange ich in der Nähe bin. Oho, der starke Beschützer hat gesprochen. Hey, seid mal ruhig. Hat da nicht gerade jemand gestöhnt? Was? Du hast ja richtig Humor. Humor nennst du das? Der hat einen an der Waffe. Ich hätte mir beinahe ins Höschen genommen. Hast wohl schwache Nerven. Ruhe jetzt! Ihr macht so viel Lärm, dass ihr jeden Außerirdischen in die Flucht jagt. Micha hat recht. Vermutlich bringt unser Herumgelaufen eh nichts. Gehen wir zurück. Aber so eine Nachtwanderung ist gar nicht mal so übel. Auch ohne Außerirdische. Findet ihr nicht? Naja. Da sind sie ja, die Zelte. Immer noch da. Vergewissert euch jetzt, dass kein Fremder drin sitzt. Niemand da. Wenig anders zu erwarten. Wir sind alleine hier.
Vielleicht sollten wir doch lieber heim. Was? Aufgeben? So kurz vorm Ziel? Optimist. Naja, war ja nur so ein Gedanke, dass das UFO zurückkommen könnte. Wahrscheinlich kommt es eh nicht mehr zurück. Wahrscheinlich war das Ganze bloß ein Gag. Glaube ich nicht. Ihr seid viel zu ungeduldig. Die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Ganz schön nervig, diese Warterei, wenn man keine Lust mehr hat. Wenn man die Außerirdischen doch bloß anfunken könnte, dann würden sie kommen und sich vorstellen. Hallo, mein Name ist T-1000. Und wie heißt du? Hey, das ist es! Wir müssen sie anfunken. Vielleicht kommen sie dann doch noch. Hä? Meinst du etwa... Hey, genau, warum nicht? Das könnte funktionieren. Wie bei uns beiden heute früh, stimmt's? Genau. Was meint ihr? Telepathie. Was soll denn das sein? Telepathie ist ein anderes Wort für Gedankenübertragung. Hä? Wie wollt ihr denn eure Gedanken auf die Außerirdischen übertragen? Habt ihr denn etwa Gedankenübertragungshauben und ich weiß nichts davon? Quatsch, Gedankenübertragungshauben. Sowas braucht man nicht. Gedankenübertragung ist was ganz Natürliches. Das passiert jeden hin und wieder. Zum Beispiel heute früh. Da hat Moni gerade an mich gedacht, als ich auch an sie gedacht habe. Das war kein Zufall, das war Telepathie. Vielleicht war es auch Fantasie. Einbildung ist ja bekanntlicherweise auch eine Bildung. Ich habe schon Bücher über Telepathie gelesen. Es gibt etliche Wissenschaftler, die sich damit befassen und auch Geheimdienste. Die Wissenschaft, die sowas untersucht, heißt Parapsychologie. Ich dachte, Parapsychologen seien Geisterjäger. Das sind sie auch manchmal. Ich bin dafür, dass wir jetzt ein Telepathie-Experiment machen. Seid ihr dabei? Was für eine Frage! Natürlich, das ist eine tolle Idee! Gut, probieren wir es. Meinetwegen, kann ja nichts schaden, oder? Schlimmstenfalls passiert gar nichts. Okay, das Risiko kann ich eingehen. Legt euch hin, entspannt euch. Und stellt euch vor, wie eure Gedanken zum UFO fließen und zu den Wesen da drin. Ruft sie zu uns her. Stellt euch vor, wie sie euch verstehen und hierher fliegen. Richtig so, Sabine? Absolut korrekt, denke ich. Dann schließt jetzt eure Augen und ruft das UFO zu uns her. Was meint ihr? War das jetzt ein UFO? Also, ich glaube nicht, dass das ein Flugzeug war. Es hatte nur ein einziges Licht und nicht mehrere wie bei einem Flugzeug. Richtig, die haben Lichter an den Flügeln. Na schön, aber vielleicht war es auch nur ein Satellit. So schnell? Meinst du, es war zu schnell für ein Satellit? Möglicherweise. Du bist dir also nicht sicher? Nicht so richtig. Hab schon lange nicht mehr einen Satelliten am Nachthimmel gesehen. Jetzt fehlt mir der Vergleich. Mist! Das Foto ist ganz schwarz geworden. Es ist unterbelichtet. Kein Wunder. Es ist Nacht. Ich sehe mir mal das Bild bei Opa in voller Auflösung an. Vielleicht ist doch was zu sehen. Wenn du meinst. Vielleicht findest du ja ein einsames weißes Pixelchen. Damit kannst du aber auch nichts anfangen. Was ist denn ein Pixelchen? So ein elektronisches Bild ist wie ein Mosaik aufgebaut. Aus lauter kleinen winzigen Pünktchen. Und so ein Pünktchen nennt man Pixel. Na, lieber Pixel als Pickel, oder? Opa hat mit seinem PC schon ganz viele unterbelichtete Bilder nachbearbeitet. Bei manchen kamen neue Details zum Vorschein. Vielleicht klappt es auch hier. Ein Versuch wäre es jedenfalls wert.
Guten Abend. Ebenfalls guten Abend. Was macht ihr Kids noch so spät im Wald? Und Sie? Wollen Sie uns etwa weismachen, dass Sie der Förster sind? Natürlich nicht. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen und habe Ihre Lichter gesehen. Wenn Sie es genau wissen wollen, wir haben die Erlaubnis des Waldeigentümers hier zu übernachten. Ich wollte nur nachsehen, ob nicht jemand vielleicht in eine Notsituation geraten ist. Nein, nein, hier ist alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Ja, aber danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, nachzusehen. Wer sind Sie überhaupt? Moni! Ihr braucht keine Angst zu haben, Kinder. Ich bin Udo von Grasmücke. Ich bin der Meditationslehrer im Dorf drüben. Ich bin gerade auf der Straße gefahren, als ich die Lichter im Wald gesehen habe. Und weil ich ein neugieriger und auch hilfsbereiter Mensch bin, habe ich natürlich gleich nachgesehen. Das ist ja sehr nett von Ihnen, aber was hätten Sie dann gemacht, wenn wir eine Bande wilder Diebe gewesen wären? Unmöglich, so etwas liegt nicht auf meiner Resonanzfrequenz. Wie meinen Sie das? Wer meine Meditationskurse besucht, weiß das. Kurz gesagt, die Grundeinstellung eines Menschen ist wie ein Magnet. Wenn man, wie ich, stets nur positiv denkt, fühlt und handelt, zieht man auch stets nur positive Sachen an. Interessante Theorie. Mehr als das. Sie sind also vorhin auf der Straße gefahren. Haben Sie dort etwas Ungewöhnliches am Himmel gesehen? Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Was meinst du denn? Ach, nichts Wichtiges. Ich habe nur vorhin gemeint, dass ich eine Sternschnuppe gesehen habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, wenn also alles bei euch in Ordnung ist, kann ich ja getrost weiterfahren. Na klar. War mir eine Freude, euch Kids kennengelernt zu haben. Also, macht's gut. Ja, auf Wiedersehen. 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 Was war denn das für ein komischer Vogel? Glaubt ihr, er hat uns die Wahrheit gesagt? Klang ja nicht gerade sehr glaubwürdig. Ein Meditationslehrer? Bei uns im Dorf? Davon habe ich aber noch nichts gehört. Wenn er gelogen hat, wer meint ihr, war er dann? Ich fand ihn schon deshalb merkwürdig, weil er just dann aufgetaucht ist, als das UFO gerade fort war. Wenn es ein UFO war. Du glaubst, das alles war Zufall? Was sonst? Warum sollte gerade dann ein Satellit über uns hinwegschweben, wenn wir telepathisch ein UFO rufen? Und warum sollte dann noch ein Fremder vor uns erscheinen? Das ist doch niemals ein Zufall. Warum nicht? Sowas gibt's. Ich bin froh, dass der Kerl kein verkappter Kindermörder war. Das war echt unheimlich, Leute. Ihr habt euch gefürchtet? Ihr habt doch mich. Ich hätte euch schon beschützt. Ach ja, und wie? Wenn er uns angegriffen hätte, dann hätte ich ihn dieses Taschenmesser schmecken lassen. Meinst du echt, das wäre dir gelungen? Der Kerl sah nicht gerade wie ein Schwächling aus. Glaubt ihr, der kommt nochmal zurück? Wenn wir alle in die Schlafsäcke krabbeln, sollte einer wach bleiben und Augen und Ohren offen halten für alle Fälle. Okay, gute Idee. Ich halte die erste Wache. In 3 Stunden löst du mich ab. Einverstanden. Und Moni legt ihr Handy eingeschaltet in Griffweite. Klar? Alles klar. Tja, da ist aber nichts drauf von euren UFO zu sehen.
Schade, nicht mal ein Satellit. Ja, vielleicht war ja das Objekt zu klein und zu weit von der Linse weg. Meinst du? Ja, scheint so, als müsstest du nochmal einen Ufer auflauern, um zu einer Nahaufnahme zu kommen. Wie soll ich denn das machen? Weiß auch nicht. Du musst dich halt auf dein Glück verlassen. Es ist ja nicht mal gesagt, dass das Ufer überhaupt nochmal kommt. Das war es gestern auch nicht und trotzdem habt ihr es nochmal gesehen. Stimmt auch wieder. Und außerdem macht euch doch das Übernachten im Wald einen riesen Spaß, oder? Irgendwie schon. Ist richtig abenteuerlich. Wir haben also keine Ahnung, ob das gestern wirklich ein UFO war oder nicht. Leider war. Dann hätten wir uns diese gruselige Nacht im Wald sparen können. Also mir hat's trotzdem Spaß gemacht. Mir auch. Und was ist mit diesem komischen Waldschrei, der dann aufgetaucht ist? Mir steckt der Schreck immer noch in den Gliedern. Ach der war doch harmlos. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht sind wir auch nur haarscharf an einem Blutbad vorbeigeschrammt. Ach Claudia, du hast echt schlimme Fantasien. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du recht und ich fernsehe einfach nur zu viel. Was ist, wenn das UFO heute Nacht wieder aufkreuzt und sogar landet? Meinst du das im Ernst? Und ob? Ich denke, das ist durchaus möglich. Und was schlägst du vor? Willst du nochmal im Wald übernachten? Kluges Kind. Ich wäre dabei. Na, und ich auch. Na, wenn das so ist. Also gut. Aber wenn dieser Kerl von gestern auftaucht, renne ich schreiend nach Hause. Meditationskurse. Und Krasnicke? Hey, seht ihr, was ich sehe? Diese Woche, Dienstag bis Freitag, wo in der Sonnenstraße 3 Eintritt kostenlos, bitte vorher anmelden. Jetzt bin ich aber platt. Der Kerl hat anscheinend doch nicht gelogen. Ich hätte auch fast drauf gewettet, dass der Kerl gelogen hat. Dabei war er gar nicht mal so unfreundlich, finde ich. Jetzt, wo du's sagst? Ha. Oh Mann, und ich dachte, er wäre sonst was. Jetzt ist er tatsächlich Meditationslehrer. Das war diese Abenteueratmosphäre. Ihr wisst schon, das UFO, das Telepathie-Experiment und so. Da hat dieser von Grasmücke gerade noch gefehlt. Dann brauchen wir uns auch nicht mehr vor einer eventuellen Begegnung mit ihm zu fürchten. Nicht, dass ich mich je vor ihm gefürchtet hätte. Na, ist ja klar. Also sind wir uns einig. Treffen wir uns heute Abend wieder im Wald. Geht das klar, Moni? Ich denke schon. Hoffentlich haben wir dann mehr Glück als gestern. Was haltet ihr davon, mal kurz in der Sonnenstraße vorbeizuschauen? Willst du etwa am Meditationskurs teilnehmen? Wäre schon verlockend. Der Kurs ist nur noch heute und morgen. Aber ich denke mehr daran, mal nach diesen Herren zu fragen. Wie heißt er nochmal? Von Grasmücke. Lustige Name. Meinst du, das ist ein Pseudonym? Wer weiß. Auf alle Fälle sollten wir mal nach ihm fragen. Hoi Mann, nicht Grasmücke. Was bedeutet das? Naja, das werden wir jetzt aber gleich herausfinden. Hoi Mann? Grüß Gott. Wir wollten eigentlich zu einem Herrn von Grasmücke. Der kommt erst heute Abend. Wollen Sie sich zum Meditationskurs anmelden? Kommt drauf an. Was ist denn das für ein Herr? Ein sehr freundlicher Mensch. Er hat uns am Dienstag überraschend angeboten, die Kurse abzuhalten. Hat wohl gewusst, dass wir hier ab und zu die Kurse anbieten. Ist das der Mann im lila Anzug? Richtig, dann kennen Sie ihn. Nur flüchtig. Danke für die Auskunft. Gern geschehen. So, jetzt haben wir Gewissheit. Er ist es tatsächlich. Hab ich's doch gewusst! Der ist also erst seit Dienstag hier. Genau, da wurde auch zum ersten Mal das UFO gesichtet. Ob das Zufall war? Vermutest du einen Zusammenhang? Ich vermute noch gar nichts. Ich spiele bloß mit einem Gedanken. Mit dem Gedanken, dass der Kerl mit dem UFO hergekommen ist? Das hast du gesagt. Aber wenn das wahr wäre, wird das UFO ja von einem Menschen gesteuert. Und das UFO ist nur ein irdisches Flugobjekt. Wer weiß.
Behälter oder von Gras. Stecken, der muss uns ja nicht unbedingt sehen. Schauen wir doch mal, wo er hingeht. Mann, hat der einen Schritt drauf? Leise. Wir haben ihn verloren. Ob er uns bemerkt hat? Glaube ich nicht. Was sein Opas Wald bloß will. Vielleicht ist er doch der UFO-Pilot. Dann wäre seine Tätigkeit als Meditationslehrer nur eine Tarnung. Und jetzt läuft er zu seinem gelandeten Flugobjekt. Was? Was sucht er denn sonst in dem Wald? Vielleicht trifft er sich hier heimlich mit seiner Freundin. Okay, okay. Aber möglich wär's. Jetzt sind wir wieder so schlau wie vorher. Wir wissen nicht, ob unser beobachteter Lichtpunkt wirklich ein UFO war. Und wir wissen genauso wenig, ob dieser Udo von Grasmücke was damit zu tun hat. Vielleicht ist er ja ein Man in Lilla. Was? Wisst ihr, was Men in Black sind? Nö. So nennt man die schwarz gekleideten Leute, die des Öfteren bei UFO-Zeugen aufgetaucht sind und deren Beweismaterial einkassiert haben. Und sie mit Morddrohungen eingeschüchtert haben. Sie sollten nichts über ihr UFO-Erlebnis erzählen. Aber Udo von Grasmücke hat das UFO nicht mal erwähnt. Kommt, Leute, gehen wir zurück. Gehen wir zu uns nach Hause, ich habe eine Idee. Was war jetzt nochmal deine Idee? Ich teste mal, ob bei uns das Telepathie-Experiment überhaupt Sinn macht. Wenn wir nämlich keinerlei telepathische Fähigkeiten haben, ist das UFO-Rufen vollkommener Blödsinn. Sabine will unsere telepathischen Fähigkeiten testen. Aha. Ja, und zwar mit diesen Karten. Die habe ich mir selbst gemacht. Das sind die gleichen, die man in der Parapsychologie verwendet. Es gibt 5 verschiedene Symbole. Kreis, Viereck, Wellen, Pluszeichen und Stern. Es sind insgesamt 100 Karten, also 20 mal 5. Und was machen wir mit diesen Karten? Ich mische diese Karten gut durch und gebe sie dem Sender. Der Sender nimmt sich eine Karte und sieht sich das Symbol genau an. Und versucht es den Empfänger zu senden. Der Empfänger versucht gleichzeitig, das Symbol zu empfangen. Wenn der Sender glaubt, es hat geklappt, schlägt er an dieses Glas. Das Schlagen ans Glas ist für den Empfänger ein Zeichen, sich das empfangene Symbol aufzuschreiben und sich auf ein neues zu konzentrieren. Okay, soweit ist es klar. Also kann man am Ende nachgucken, wie oft der Empfänger das richtige Symbol erhalten hat. Genau. Und woher willst du wissen, dass die Treffer nicht rein zufällig waren? Mit ganz einfacher Statistik. Ist echt kinderleichtes zu errechnen. Wir haben 5 Symbole. Wie also stehen die Chancen, die gesendete Karte zufällig zu erraten? Sonnenklar, 1:5. Richtig. Trotzdem wird man zufallsbedingt nicht immer nach 4 Versuchen das richtige Symbol erraten. Manchmal werden es 2 Treffer, manchmal keiner. Ihr versteht schon, die Treffer variieren. Den Bereich, in dem diese Trefferschwankungen auftreten, nennt man Standardabweichung. Das hängt aber auch von der Anzahl der Versuche ab. Woher weißt du denn das alles? Aus dem Matheunterricht? Nö, ich habe in einem schlauen Buch nachgeguckt. Cleveres Schwesterchen. Und mit dieser Standardabweichung weißt du dann auch, wie es um unsere telepathischen Fähigkeiten bestellt ist? Naja, fast. Ich muss noch den kritischen Bruch ausrechnen. Den kriegt man, indem man den Trefferüberhang durch die Standardabweichung teilt. Liegt der kritische Bruch bei 2,6 oder höher, kann man tatsächlich von Telepathie sprechen.
Wow, du hast deine Hausaufgaben echt gemacht. Hab mich ja auch schon längere Zeit damit befasst. Also, worauf warten wir dann noch? Fangen wir an! Das war's. Wir haben ein Ergebnis. Und? Hat jemand telepathische Fähigkeiten? Ich habe insgesamt 12 Versuchsdurchgänge gemacht. Jeder hat es mit jedem jeweils als Sender und Empfänger probiert. Mach's halt nicht so spannend! Okay, das Ergebnis ist eindeutig. Wir haben tatsächlich einen Telepathen unter uns. Naja, der Begriff Telepath dürfte hier wohl etwas übertrieben sein. Und? Wer ist die Glückliche? Die Moni. Egal mit wem sie den Versuch gemacht hat, ihr kritischer Bruch lag nie unter 3. Mit Michi sogar fast bei 4. Echt erstaunlich. Wir alle konnten Monis Gedankenübertragung überdurchschnittlich oft korrekt empfangen und sie überdurchschnittlich oft unsere. Aber Gedanken lesen kann ich nicht. Schade eigentlich. Wäre in der Schule sicher nützlich. Und ich habe gar keine telepathischen Fähigkeiten? Vorhin jedenfalls nicht. Wir alle 3 Geschwister nicht. Hätten wir die Versuche ohne Moni gemacht, wäre kein einziger kritischer Bruch über 2,6 gewesen. Oh. Das telepathische UFO anlocken gestern könnte also tatsächlich geklappt haben. Das müssen wir heute noch unbedingt nochmal probieren. Ich gehe jetzt nach Hause und sag meinen Eltern Bescheid. Gehst du mit, Michi? Okay. Was? Schon wieder im Wald übernachten kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Weil du es bereits gestern gemacht hast. Einmal reicht doch, oder? Ach, einmal ist kein Mal. Wir alle freuen uns schon auf eine Wiederholung. Stimmt's, Michi? Und ob? Meine Eltern und mein Opa haben auch nichts dagegen. Naja, dann können wir ja eigentlich auch nichts dagegen haben. Na, von mir aus.
Hey Brüderlein, wie wär's, wenn du deinen faulen Popo aus der Hängematte schwingst und uns zur Hand gehst? Hey Lästerschwein, Schwesterlein, ich teste die Hängematte gerade auf Ergonomie. Stör mich bitte nicht dabei. Was meint er mit Egomanie? Ergonomie. Er meint, er testet, inwieweit sich die Hängematte seinen Körper anpasst. Hoffentlich locken unsere Lampen nicht wieder jemanden an. Das kannst du nicht verhindern. Wie meinst du das? Du kannst nicht verhindern, dass das Licht Schnaken anlockt. Mistviecher! Hört ihr das? Hört ihr das? Da kommt ein Auto Lampen aus. Ich hab das Auto nicht wegfahren hören. Es muss gehalten haben. Sag bloß, jetzt kommt wieder unser Udo. Still jetzt. Und jetzt? Das will ich jetzt genau wissen. Ich werde den nächtlichen Spaziergänger zur Rede stellen. Kommt mit! Wenn wir zu viert sind, kommt er bestimmt nicht auf dumme Gedanken. Aber... Michi hat recht. Immerhin sind wir Stellvertreter des Waldeigentümers. Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was der hier will. Okay, dann los! Das habt ihr ja fein hingekriegt. Endlich erwische ich mal ein gelandetes UFO und da kommen vier Kids und jagen es davon. Den Begriff UFO-Jäger habt ihr wohl falsch verstanden. Tut uns echt leid, wir wollten es nicht verjagen. Ich glaube, sie sollten uns jetzt reinen Wein einschenken. Wer sind sie wirklich? Naja, ich heiße wirklich Udo von Grasmilch. Ihr dürft mich auch ruhig Udo nennen. Ich bin wirklich Meditationslehrer, aber nebenbei bin ich auch ein ambitionierter Hobby-Ufologe. Ich bin hergekommen, weil in letzter Zeit mehrfach ein UFO in dieser Gegend gesichtet wurde. Wenn ich mich nicht irre, habt ihr den gleichen Grund, warum ihr hier im Wald übernachtet, richtig? Gut geraten, Udo. Aber wie hast du diesen Landeplatz gefunden? Ich bin wie gestern die Straße entlang gefahren und habe das UFO gesehen. Diesmal hat es sich aber im Wald runtergesenkt. Ich bin sofort in Richtung Landeplatz losgerannt. Und gerade als ich gedacht habe, jetzt kommt gleich ein Außerirdischer heraus, seid ihr gekommen. Verflixt, das haben wir nicht geahnt. Schon gut. So eine Chance, einen Außerirdischen zu sehen, kriegen wir wohl nie wieder. So ein Mist. Wer weiß, vielleicht war der Abflug aber auch nur zufällig gerade da, wo ihr ankamt. Könnte ja sein, dass das UFO eh gerade abheben wollte und euch gar nicht bemerkt hat. Meinst du? Keine Ahnung, aber wäre möglich. Verdammt und zugenäht! Das Bild ist völlig überbelichtet! Da steht ein UFO direkt vor meiner Nase! Nahaufnahme! Und dann wird das Foto nur weiß. Ich pack's nicht! Also, nur zur Kontrolle. Ihr habt das UFO also auch gesehen. Ich habe mir das also nicht nur eingebildet.
Dann gibt's UFOs also wirklich. Davon kannst du jetzt ausgehen. Mir war das von Anfang an klar. Es gibt einfach zu viele Beweise. Aber wir wissen immer noch nicht, wer sie steuert. Hast du gesehen, wie das Ding verschwunden ist? So schnell kann doch kein von Menschenhand erbautes Flugobjekt beschleunigen. Vielleicht doch. Und die Form, hast du sowas schon mal gesehen? Nein, aber ich habe vieles noch nicht gesehen. Das sagt gar nichts. Ich hatte aber irgendwie im Gefühl, dass die Piloten keine Erdenmenschen sind. Gefühle sind aber keine Beweise. Angeblich hat es schon mehrfach Kontakte zwischen uns Menschen und Außerirdischen gegeben. Die sogenannten Kontaktler, also die Leute, denen die Aliens begegnet sind, sind bisher aber immer als Betrüger bezeichnet worden. Die haben durch diese Begegnung, wenn sie darüber geredet oder geschrieben haben, nur Nachteile gehabt. Vielleicht sollten wir froh sein, dass da kein Außerirdischer rausgekommen ist. Also mir wäre egal, was die Leute dazu sagen würden. Mir würde nur der Kontakt wichtig sein. Vielleicht könnte man mit diesen Ufonauten ja Freundschaft schließen und dürfte auch mal mitfliegen. Schöner Traum, aber unrealistisch. Wieso? Vielleicht wünschen sich die Außerirdischen dasselbe? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Die müssen, wenn es wirklich Aliens aus den Tiefen des Weltalls sind, weit über uns Menschen stehen. Zumindest technisch. Warum sollten sie unsere Freunde sein wollen? Wenn ihre Ethik ebenso weiterentwickelt ist wie ihre Technik, dann wäre es aber direkt wahrscheinlich. Das kosmische Prinzip der Liebe gilt ja im gesamten Universum. Okay, wenn sie ethisch hochentwickelt sind. Das muss aber nicht sein. Schau nur uns Menschen an. Unsere Technik ist ja auch nicht von schlechten Eltern, oder? Und was machen wir damit? Krieg führen, toll, was? Warum sagst du immer wir Menschen? Wir führen Krieg. So ein Quatsch, ich führe keinen Krieg. Ich bin für den Weltfrieden. Die Staatsoberhäupter sind auch für den Weltfrieden und jeder will ihn auf seine Weise herbeiführen. Unter seiner eigenen Herrschaft natürlich. Du bist ein Schwarzseher, Michi. Ganz Unrecht hat er aber nicht. Auf der Erde geht es um Macht. Da sind viele, viele Machtspielchen am Laufen. Darüber gibt es jede Menge Bücher zu lesen. Nur diese Machtstrukturen sind schon so fest etabliert, dass man mit normalen Mitteln nichts mehr dagegen unternehmen kann. Vermutlich sind Kriege sogar erwünscht, weil sich damit unglaublich viel Geld verdienen lässt. Geld regiert die Welt. Ob die Außerirdischen wissen, was hier auf der Erde vor sich geht? Vielleicht sind sie überhaupt nur deshalb hier. Das wäre ja was. Wenn sie nur Touristen oder Forscher wären, die sich mal diese kindischen Machtspielchen angucken wollen, die Millionen von Menschen den Tod bringen. Jetzt hör aber auf. Mir läuft schon eiskalt den Rücken runter. Sorry, ich spekuliere ja nur. Spekulationen sind leider keine Fakten und bringen uns auch nicht weiter. Deshalb ist es auch so schade, dass wir keinen Kontakt zu diesen UFO-Leuten hatten. Jetzt bleiben wir dumm. Sehr krass ausgedrückt. Und nicht mehr zu ändern. Ich glaube, Udo hat recht. Wir sollten froh sein, dass da keine Außerirdischen herausgekommen sind. Ich hätte bestimmt einen Herzkasper bekommen. Oder was, wenn uns das Alien mit einer Strahlenwaffe umgepustet hätte? Das kann ich dir schon sagen. Dann wären wir alle tot. Jetzt macht mal langsam. Bei uns auf der Erde sind Killer weit in der Unterzahl. Im All wird's wohl kaum anders sein. Ich gehe also davon aus, dass wir hier nicht ausgerechnet einen Revolverhelden vor uns hatten. Da ist auch was dran. Aber vielleicht ist das hier auf der Erde nur eine Ausnahme und alle anderen Zivilisationen im All bekämpfen sich bis aufs Blut. Das glaub nicht mal ich. Und mir kann man normalerweise sonst was weiß machen. Okay, hört her, ich muss jetzt wieder zurück. Aber wenn ihr wollt, können wir uns morgen Abend wieder hier treffen. Gute Idee. Morgen machen wir mal das Telepathie-Experiment zu fünf. Telepathie-Experiment? Ja, gestern haben wir das UFO telepathisch gerufen. Glaub mir jedenfalls. Interessanter Gedanke. Da mache ich morgen Nacht natürlich gerne mit. Also, bis dann. Tja, auch aus diesem Bild sind leider keine Details herauszuholen. Da sind einfach keine drin. So ein Pech.
zweimal ein UFO gesehen und zweimal das Beweisfoto vergalkt. Als hätte das UFO den Foto verhext. Macht ihr nichts draus. Hauptsache, wir haben das UFO mit unseren eigenen Augen gesehen. Ihr hättet das UFO am Tag sichten müssen. Dann wäre das Foto bestimmt was geworden. Blöderweise kommt es aber bloß nachts. Dann war es mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Betrug. Denn im Dunkeln lässt sich viel tricksen. Und das gelandete UFO, das soll ein Trick gewesen sein? So ein riesen Ding? Hast du es angefasst? Nein. Dann könnte es auch eine holographische Projektion gewesen sein oder sonst was. Ich kenne mich mit den Bühnentricks nicht so aus. Aber Opa, das war keine Bühne, das war in deinem Wald. Das Prinzip muss aber überall funktionieren. Das glaube ich einfach nicht. Ein einfacher Zaubertrick? Muss ja nicht einfach gewesen sein. Aber warum sollte jemand sich so eine Mühe geben, uns zu blöffen? Wer hat was davon, wenn man UFOs sichtet? Ja, vielleicht ein UFO-Buchautor. Oder die Regierung, damit sie die Bürger langsam an den Gedanken gewöhnen, dass wir nicht alleine im All sind. Und wenn das ans Licht kommt, dass die mit den Außerirdischen einen Pakt geschlossen haben, dann trifft die Leute nicht gleich der Schlag. Opa! Ist ja gut, man würde wohl noch spekulieren dürfen. Na klar darf man das. Jedenfalls nehme ich den Foto jetzt nicht mehr mit. Ich denke, heute Nacht machen wir unseren letzten Versuch, was übers UFO herauszufinden. Was? Eine dritte Nacht im Wald? Kommt überhaupt nicht in Frage. Demnächst willst du bei uns ausziehen und ganz im Wald leben. Unsinn. In meinem Zimmer gefällt es mir doch viel besser als in einem primitiven Zelt. Außerdem haben wir ausgemacht, dieses schöne Wetter zu nutzen und nochmal im Wald zu übernachten. Von mir aus geben wir nochmal die Chance, nochmal eine Abenteuernacht zu erleben. Also gut, von mir aus. Aber das war dann heute das letzte Mal, klar? Wenn ihr ausgetrunken habt, lasst ja nicht die Flaschen im Wald liegen. Opa springt im Dreieck, wenn er das sieht. Wie kommst du auf die Idee, dass wir Opas Wald verschmutzen wollen? Ich nehme meine leere Flasche auf jeden Fall mit. Schon mal Pfand drauf ist. Ich hab was gehört. Hallo zusammen. Hallo. Hast du heute das UFO auch wieder von der Straße aus gesehen? Heute nicht. Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen. Du bist doch wohl nicht abergläubisch? Nein, aber es könnte ja jetzt sein, dass das UFO nie wiederkommt. Dann müssen wir es rufen. Ach ja, du hast ja was von einem Telepathie-Experiment gesagt. Wie stellst du dir das vor? So wie wir es vorgestern gemacht haben. Aber diesmal senden wir unsere Gedanken zu fünf. Vielleicht wirkt es dann noch besser. Wir rufen das UFO in Gedanken. Wir stellen uns vor, dass es am Himmel erscheint. Weil die UFO-Lauten vielleicht kein Deutsch verstehen, müssen wir ihnen unseren Wunsch als Gedankenbild schicken. Alles klar, hab's kapiert. Geschafft! Mann, ging das schnell! Es schwebt genau über uns. Der Trick mit Telepathie hat funktioniert. Ob die uns sehen können? Bestimmt gucken sie auf ihren Bildschirm und mustern uns. Und was jetzt? Geben wir ihnen Zeit, sich zu überlegen, ob sie nochmal landen wollen. Du möchtest also immer noch gern zu einem Rundflug eingeladen werden? Du etwa nicht? Na, ich weiß nicht. Habt ihr das gesehen? Es hat rot geblinkt. Ja, ich hab spaßeshalber mal telepathisch probiert.
hab ihnen gesagt, gebt uns doch mal ein Zeichen, dass ihr uns seht. Wow, die sehen uns also wirklich. Dann können sie uns jetzt locker alle zusammen auslöschen. Ein einziger Schuss aus der Laserkanone würde genügen. Die sind nicht bösartig, Claudia. Die sind nur neugierig. Ich auch. Ich wüsste so gern, wie sie aussehen. Ich sende jetzt mal unseren Wunsch, dass sie landen sollen. Sie wollen nicht. Schade. Vielleicht könnt ihr sie aber auch dazu bringen, dass sie euch auch ein Zeichen geben. Okay, ich versuch's mal. Blink doch mal grün für mich. Blink doch mal grün für mich. Es klappt nicht. Vielleicht haben sie gar kein Grün. Ich probier's mal mit Rot. Versuchst du doch mal, Claudia. Die hören mich nicht. Moni muss es probieren. Die hat doch telepathische Fähigkeiten. Okay, zeigt mir grün. Zeigt mir grün. Sie blinken grün. Wow, die haben ja doch grün. Moni hat die stärksten Gedanken. Möglicherweise hat sie alleine das UFO gerufen. Aber Udo hat es auch zum Blinken gebracht. Er muss ebenfalls telepathisch begabt sein. Sieht so aus. Das war's also. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt nicht mehr. Ich auch. Ich fühle mich gerade, als hätte ich eine Prüfung versiebt. Ich auch. Wenigstens sind wir nochmal mit dem Leben davon gekommen. Als wenn wir in Gefahr gewesen wären. Wie auch immer, es ist schon ziemlich spät geworden. In ein paar Stunden geht die Sonne auf. Wenn du zu müde zum Fahren bist, kannst du in meiner Hängematte übernachten. Keine schlechte Idee. Ja, das mache ich. Danke. Keine Ursache. Du nimmst den Schlafsack und ich nehme die Decke im Zelt. Alles klar. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wohnen wir. Tschüss, mach's gut. Ja, tschüss und danke fürs Mitnehmen. Keine Ursache. Tschüss. Tschüss.
ein Stück weiter. Da vorne links. Gerade links weggegangen. Ich weiß. Warum bist du dann gerade ausgefahren? Ich bring dich jetzt noch nicht heim. Ich muss dir erst noch was zeigen. Das will ich aber gar nicht sehen, wirklich nicht. Bring mich bitte gleich nach Hause. Tut mir leid, Moni. Udo, ich muss darauf bestehen. Bitte bring mich jetzt nach Hause. Du weißt ja noch gar nicht, was ich dir zeigen will. Okay, sag's frei heraus. Bist du ein Verlasser? Was? Nein! Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe wirklich eine tolle Überraschung. Wirklich? Du wirst es gleich sehen. Das geht's doch nicht. Habe ich's dir nicht gesagt? Was macht denn das UFO hier am helllichten Tag? Das ist die Überraschung, die ich dir unbedingt zeigen wollte. Boah, das ist ja atemberaubend. Das Ding ist ja fast noch beeindruckender als in der Nacht. Jetzt sieht es richtig massiv aus, nicht mehr so unwirklich. Ja, jetzt ist es zu 100% materialisiert. Was heißt das? Dass das Raumschiff auch durch die Dimensionen reisen kann. Dimensionen? Weißt du, was eine Frequenz ist? Ja, Schwingungen pro Sekunde. Ja, zum Beispiel. Je höher die Schwingungszahl pro Zeiteinheit, desto höher die Frequenz. Auch Materie hat eine Schwingungsfrequenz, mit der sie mit dem Raum verbunden ist. Wenn man die Schwingungen der Materie nun anhebt, indem man ihr Energie zuführt, verschwindet sie scheinbar aus dem Raum. In Wirklichkeit aber existiert sie in einem höherfrequenten Raum weiter. In einer anderen Dimension. Na schön, das UFO kann also seine Schwingungsfrequenz erhöhen. Aber was hat es davon? Na zum Beispiel kann es unsichtbar werden oder aus dem Radar verschwinden. Außerdem kann es ganz andere Geschwindigkeiten erreichen. Verstehe. Und woher weißt du das alles? Moment! Du kennst die Außerirdischen! Natürlich, ich bin ja selber einer. Was? Du? Ein Außerirdischer? Aber ja doch, mich wundert, dass du mich nicht schon längst durchschaut hast. Wow, du hast dich echt super getarnt. Siehst aus wie ein echter Mensch. Wie siehst du denn wirklich aus? Das ist meine wahre Gestalt. Ich sehe aus wie ihr Menschen. Die meisten höher entwickelten Lebewesen im Universum sind humanoid. Fantastisch. Und von wo kommst du her? Ich komme von der Venus. Dort nennt man mich Kuron. Hey, jetzt lügst du mich aber wirklich an. Ich weiß nämlich, dass die Venus eine glühende Wüste ist, auf der es kein Leben gibt. Ich lüge nicht, aber ich spreche natürlich von einer höherfrequenten Venus. Wenn du auf die Venus fliegst und deine Materiefrequenz erhöhst, dann siehst du plötzlich fantastische Städte und eine ganz wunderbare Natur. Wenn das wahr ist. Ist es. Dann muss ich das erstmal verdauen, Kuron. Ihr seid also unsere unsichtbaren kosmischen Nachbarn. Kann man so sagen. Deswegen besuchen wir euch Menschen ja schon seit Jahrtausenden. Stimmt. Ich habe schon mal gehört, dass die Götter unserer Vorfahren Außerirdische waren. Stimmt, das waren aber nicht wir Venusier. Es gibt noch viel mehr kosmische Besucher, als du ahnst. Boah, und warum zeigt ihr euch heutzutage nicht? Ich meine, warum landet ihr nicht ganz offiziell und nimmt Kontakt auf mit unseren Regierungen? Wir haben durchaus schon Kontakt zu euren Regierungen gehabt, aber die waren nicht interessiert an guten Ratschlägen, wie sie besser regieren können. Die waren nur an unserer Technik interessiert und die dürfen wir ihnen natürlich nicht geben.
man drückt ja auch einem kleinen Kind kein scharfes Messer in die Hand. Verstehst du das? Na klar, ich bin ja nicht dumm. Für uns Venusier seid ihr wie unsere jungen Geschwister, die wir schützen müssen. Allerdings dürfen wir dabei keine Gewalt anwenden. Irgendwie beruhigend. Hast du dir nicht schon lange einen Flug im Raumschiff gewünscht? Doch, hast du etwa vor, mich mitzunehmen? Nicht alle Menschen würden eine Frequenzanhebung wie hier im Raumschiff verkraften. Aber bei dir habe ich keine Angst, dass du Schäden davon trägst. Wer steuert denn das UFO, wenn du nicht drin bist? Ich kann es telepathisch steuern. Hätte ich mir ja denken können, wie das Blinken. Genau,